Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einem weiteren Mega-Opening. Heute geht es um die Sammlung, die mir der liebe Eddie zugeschickt hat, beziehungsweise mitgebracht hat. Und ja, alles weitere gibt's nach dem Intro. Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Heute geht's um die Sammlung vom lieben Eddie, beziehungsweise um die Sammlung, die er sich angekauft hat. Zwei Ordner hat er sich angekauft für Pi mal Daumen 200 Euro und hat sich die Karten rausgeklaubt, die er gebraucht hat, und den Rest hat er quasi mir überlassen für einen Apfel und ein Ei. Er hat von mir das komplette Ancient Sanctuary Common und Rare Set bekommen, First Edition Top Mint. Und ja, dafür habe ich jetzt diesen schönen Ordner hier. Deswegen weiß ich noch gar nicht, wie ich das betiteln soll. Ich weiß auch gar nicht, was das da drin wert ist. Das rechne ich vielleicht später nochmal zusammen. Wir gucken uns jetzt das Ganze mal an und beginnen auf der Highlight-Seite, sage ich mal. Wir haben hier, ich denke, auch die krassesten Sachen aus der Sammlung vereint. Wir haben hier einen Buster Blader. Wirklich in Nearmint bis Mint, genauso wie das ultimative Insekt Level 7. Wir haben einen sehr gut erhaltenen Schöpfer oder finsteren Schöpfer, First Edition aus Phantom Darkness. Den holen wir auch mal kurz raus. Also der ist auch wirklich super, super in Schuss. Der hat, glaube ich, oben minimales Silvering. Mal gucken, was ich mit dem mache. Aber wirklich eigentlich ansonsten top. Der war ein bisschen schmutzig, den habe ich ein bisschen sauber gemacht. Und ja, jetzt ist er wieder so gut wie neu. Also Nearmint auf jeden Fall. Vermutlich für meine private Nebensammlung. Dann haben wir aus einem Speed Duel Set Saphir Pegasus in Secret Rare. Hier nochmal Gleifnir in Ultimate Rare, allerdings nicht so gut erhalten. Und hier eine sehr, sehr gut erhaltene Photonenschleier First Edition aus Photon Shockwave. Tatsächlich. Also die ist wirklich in einem hervorragenden Zustand. Nearmint bis Mint, würde ich sagen. Ich gucke es mir allerdings danach nochmal genauer an. Ich habe die meisten Karten nicht aus ihren Hüllen geholt. Dazu sei gesagt, dass ein sehr, sehr großer Teil dieser Sammlung nicht Nearmint ist. Weshalb auch einige Teile der Sammlung weiterverwertet werden. Im Sinne von verkauft, vertradet, wie auch immer. Aber ein paar Sachen, die ich brauchen kann, sind auf jeden Fall noch mit dabei. Wir haben zum Beispiel hier oben Beatrice in einem sehr, sehr guten Zustand. Den Fünfköpfigen, der ist vielleicht noch interessant. Den habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Der kommt gar nicht aus Premium Gold, sondern der kommt aus GLD4. Die Hüllen sind ja richtig siffig. Ja, wäre theoretisch ganz okay, aber der hat hier oben so eine Welle drin. Ansonsten wirklich sehr, sehr schön vom Zustand, aber der hat oben halt leider diese Welle. So geht es halt sehr, sehr vielen Karten hier. Was wir natürlich auch haben, in einem sehr, sehr guten Zustand, ist der Boy hier in Secret Rare. Star Brigade, was? Shurayk, das unheilvolle Omen. Ja, das ist natürlich eine sehr, sehr coole Karte. Die Hülle ist halt mega dreckig. Den werde ich später auch direkt umsleeven. Der kommt natürlich direkt in die Sammlung. Sehr, sehr cool, dass der hier mit dabei ist. Sehr, sehr schöne Karte. Unfassbar cool. Also es sind schon ein paar schöne Sachen dabei. Zum Beispiel hier Wendschrecken Aasfresser. Ist eine normale Super Rare. Aber ich habe gar nicht mitbekommen, dass Wendschrecken tatsächlich Support bekommen hat. Ist schon krass. Ist nämlich eins meiner Lieblingsthemen. Tatsächlich nach Dark World ist das mein absolutes Lieblingsthema. Wenn wir uns mal das Artwork anschauen. Also wirklich, wirklich cool gemacht. Ist jetzt zwar nicht die schönste Wendschrecken-Karte, aber ich finde ihn wirklich geil. Also wirklich super gemacht, muss ich sagen. Ich hätte es halt ein bisschen mehr gefeiert, wenn der Hintergrund wieder so ein bisschen minimalistisch gewesen wäre. Aber es ist halt so eine Stadt, der klettert ja so ein Hochhaus hoch. Aber trotzdem, mega cooles Artwork aus Pote. Ich weiß immer noch nicht, was das für ein Set war. Ihr wisst ja, ich war das vergangene letzte Jahr ziemlich draußen. Deswegen habe ich einiges verpasst tatsächlich. Hier haben wir ein Hero Blitz Ultimate Rare Unlimited, aber relativ abgeranzt. Dann haben wir ein Topf der Trägheit in Super Rare, die sind aber alle nicht besonders gut vom Zustand her. Ich glaube, der hier war noch ein bisschen was wert, wollte ich schon fast sagen, aber der war hier vom Zustand noch ein bisschen besser. Sorry, ich bin schon wieder gegen die Cam gekommen. Der hier ist aus GLD4, also in dem alten Gold Rare tatsächlich. Sehr, sehr schön. Also der ist auch vom Zustand her richtig, richtig cool.
Ist auch mittlerweile schon ein bisschen eine Rarität, ist zwar nicht viel wert oder so, aber darauf kommt es nicht an. Er ist in dem Zustand mittlerweile relativ selten geworden, finde ich. Man sieht ihn zumindest nicht besonders häufig. Dann haben wir hier noch eine Secret Rare, losgekettete Festung, irgendwas, Megaklop, glaube ich, war der Name. Zweimal Strathorst, sehr cool, hier aus Extreme Victory, einen der Samurai. Dann, was haben wir noch? Ein paar Hidden Arsenal Sachen. Hidden Arsenal war auch viel dabei, leider Gottes vom Zustand wie gewohnt nicht besonders gut. Hier nochmal eine Alti, aber halt vom Zustand natürlich nicht so prickelnd. Steigende Energie, Unlimited aus Cybernetic Revelation, hier unten mit einem schönen Eselsohr. Dann haben wir aus Extreme Victory was Cooles, Gladiatorenzähmung ist vom Zustand, ich glaube, nichts für mich gewesen, war aber trotzdem in einem sehr, sehr guten Zustand. Eigentlich, glaube ja, hier an der Seite ist so eine leichte silberne Stelle, ansonsten ist die Karte in einem wirklich guten Zustand. Sehr cool ist auch der Alexandrit-Drache hier in der Mitte. Die Sneak Peek-Promo für Photon Shockwave war das, glaube ich. Leider Gottes auch gedamaged. Zweimal aufrichtig. Ultra Rare, die Promokarte von damals. Hier haben wir einen, und das ist auch cool, einen Finsterlord Cerato. Und ich weiß leider nicht, wie der Zustand ist. Die habe ich mir zum Beispiel noch gar nicht angeguckt. Aber guckt mal. Sieht doch eigentlich gut aus, oder? Aus GLD4 auch. Also speziell diese Goldsachen sind echt gut erhalten hier. Und das schätze ich, weil diese alten Goldsachen, die finde ich mega cool. Dieses alte Gold, ja, das ist so schön. Da kann dieses Premium Gold Ding nicht mithalten. Natürlich. Beziehungsweise, nee, Premium Gold stimmt gar nicht. Premium Gold ist ja, glaube ich, das ganz neue Gold Rare, wo wir auch gerade Beatrice gesehen haben. Das kann sehr wohl mithalten, aber dieses neuere Gold Rare aus der Premium Gold Edition oder so, das konnte halt nicht mithalten. Ihr wisst schon, wo Ra und Slifer und so drin waren. Gut, dann haben wir natürlich noch ein paar neuere Sachen, die ich nicht kannte. Und dazu gehören diese vier Karten, die auch alle in Top-Zustand sind. Die kommen aus, was war es denn nochmal? Brothers of Legend war das, glaube ich. Brothers of Legend war das Set, genau da kommen die raus. Da kommen echt coole Karten raus, genauso wie die Spell hier oben. Ja, dann halt noch so ein paar Sachen. Auszubildende Zauberin aus einem, Speed-Duel-Set. Aus welchem, keine Ahnung. Doppelte Pille der Evolution war, glaube ich, auch mal ganz interessant. Insektolibelle auch in einem relativ guten Zustand. Aber ihr seht, hier wird es dann schon wieder so ein bisschen random. Aber wir haben zwischendrin immer mal wieder ein paar nette Sachen. Zum Beispiel Simog, Vogel der Göttlichkeit. Zwar gedamaged, aber verhältnismäßig in einem sehr, sehr guten Zustand. Die findet man normalerweise nur wesentlich schlechter. Hier unten Schicksalsheld Dasher und hier oben Dedekriegerin aus Speed Duel. Ein Marshmallow ist vielleicht auch ganz interessant. Was haben wir hier nochmal? Aus... Ja, okay, das ist Dual Power gewesen. Zabok, der Mega-Monarch. Die Karte ist cool, das Set ist nicht unbedingt so interessant. Hier haben wir natürlich, es muss in jeder Sammlung dabei sein, die Sphinxen. Straße zum Sternenlicht in Secret Rare wäre natürlich auch ziemlich interessant gewesen, genauso wie die Daedalus, wenn sie halt in einem besseren Zustand gewesen wären. Aber trotzdem, mega coole Sache. Also ich muss sagen, das war ja fast geschenkt, also... Echt krass, wobei man natürlich sagen muss, vielleicht zur Background-Story, der Eddie ist ein Kumpel von mir, den kenne ich auch im Real Life, der hat mir mal was abgekauft über eBay Kleinanzeigen und so haben wir uns kennengelernt und er bekommt dafür natürlich auch noch mehr. Ich habe ihm jetzt eine Reihe Geki aus LOB versprochen, Nirmint Unlimited, die kaufe ich ihm, die kriegt er von mir so, er hat auch noch ein paar andere Sachen von mir for free bekommen, also das gleicht sich immer wieder aus. Dementsprechend ist er fein damit und ich bin fein damit. So, dann nochmal hier ein paar Bösaugensachen. Die dürften niemand bis Mint sein. Alles sehr schön. Dann haben wir hier jede Menge Hidden Arsenal Stuff, was halt jetzt, wie soll ich sagen, teilweise relativ gut erhalten ist, aber es hat halt trotzdem Silvering leider Gottes. Die muss ich mir allerdings nochmal genauer anschauen. Ich hege ja die Hoffnung, dass ein oder zwei Stück dabei sind, die wirklich meinen Anforderungen entsprechen, dass ich die auch in der Sammlung, dann in der offiziellen Sammlung behalten kann, weil die findet man halt leider sehr, sehr selten in einem guten Zustand, vor allen Dingen die First Editions nicht. Die Unlimited sind ein bisschen besser gedruckt, habe ich das Gefühl, da findet man weniger, die beschädigt sind, aber hier bei den First Editions ganz, ganz schwierig. Dann haben wir einen Nummer 17, Leviathan-Drache in einem sehr guten Zustand, er hier ist auch fast Mint. Na, also, ich möchte ihn jetzt eigentlich nicht aus der Hülle rausholen. Aber der ist wirklich in einem sehr, 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 sehr guten Zustand. Der kommt auch in die offizielle, auf jeden Fall. Beim Vampiro Genesis weiß ich es gerade gar nicht mehr so genau. Dann haben wir hier oben eine Ultra aus irgendeinem
Main Set, aber ich weiß gerade nicht mehr, welches das war. Chaos Impact, genau. Zurückweisung der Gladiatoren, natürlich auch in einem relativ guten Zustand. Da unten ist Randy Brain. Hier haben wir aus, ich glaube, Gladiators Assault war es, den Inishi, aber der hat bedauerlicherweise Schäden, wenn ich das richtig gesehen habe. Dann haben wir wieder so ein bisschen Hidden Arsenal Zeug, wieder ein bisschen Structure Deck Zeug, zum Beispiel Blade Edge, nochmal ein Simochi oder ein Simog, wie auch immer, ein Kaius. Hier ist nochmal was Cooles aus Rising, nee, aus Phantom Rage tatsächlich. Rangsteigerungszauberkraft der Phantomritter, First Edition, auch hiermit. Sowas nehme ich immer gerne mit. Dann haben wir wieder ganz, ganz, ganz viel Hidden Arsenal Zeug. Wir haben zweimal Armageddon Ritter aus Phantom Darkness. Wir haben das Strickschaf, war damals, als es rauskam, als Rare, eine sehr teure Rare. Ich glaube, die ging teilweise 3, 4, 5 Euro als Rare. Richtig krass, mittlerweile natürlich nicht mehr. Aber war damals schon hart für eine Rare, also wenn man sich da einen Case geholt hat. Ja, da hatte man dann schon einige parat. Hier oben haben wir eins von den schönen Bäumchen aus Ghost from the Past. Keine Ahnung, wie das Ding heißt, aber es sieht wunderschön aus. Ich meine, guckt euch mal das Artwork an. Einfach wunderschön, oder? Also da haben sie sich wirklich selber übertroffen. Ich finde das Thema auch ganz interessant. Hier oben aus Phantom Darkness, finsterer Ausbruch. Und hier auch in einem sehr, sehr guten Zustand tatsächlich. Eine Elementarheldenkarte, nee, eine Schicksalsheldenkarte, glaube ich. Destiny Draw, Schicksalsziehen aus dem Duelist Pack 5. Ultra Rare. Wirklich sehr, sehr cool. Dann auf der nächsten Seite geht es ein bisschen weiter mit Premium Gold Sachen. Da finde ich den hier natürlich mega nice. Der Red Eyes im alternativen Artwork. Der hat bloß, ich weiß nicht, hier an der Seite so schwarze Stellen. Kann mir dazu einer irgendwas sagen? Ist das eine Beschädigung? Ist das irgendwie schlecht gedruckt oder was soll das sein? So, ich weiß nicht, kann man das... Ich versuch's mal näher ranzuhalten. Fokussieren. Da seht ihr das? Solche schwarzen Stellen, ich weiß nicht, was das ist. Da oben haben wir dreimal Phantom des Chaos aus Gladiators Assault. Das war eine Promo aus der Special Edition, glaube ich. Weiß ich aber gerade nicht, wie die Zustände sind. Ein relativ gut erhaltener blauäugiger Oni aus Generations Force. Auch cool, ein paar Premium-Pack-Sachen. Dann auf der nächsten Seite, die hier ist cool, die ist leider Gottes ziemlich gedamaged. Voll schade, aber die war voll interessant gewesen. In Ultra Rare aus YG04, Elemental Hero Absolute Zero in Ultra Rare. Das wäre natürlich schon geil gewesen, aber der ist bedauerlicherweise in keinem brauchbaren Zustand mehr. Der ist schon ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, gedamaged, wenn man so möchte. Die Ränder sind nicht mehr so fresh. Die Oberfläche geht eigentlich noch so halbwegs, aber die Ränder sind halt echt übel. Ja, was will man tun? Dann haben wir noch einen Kampfhausblender aus der Collection Tin. Hier sehr, sehr cool. Wirklich wahnsinnig schönes Artwork. Ganz ehrlich, wahnsinnig schönes Artwork. Flügelbelohnung. Und das ist übrigens das, was ich meinte. Komplette Karte Secret und dann irgend so ein kleines Mini-Ding kamen. Aber trotzdem, mega cooles Artwork auf jeden Fall. Dann haben wir noch ein paar ältere Sachen. Einen bösen Helden, der ist glaube ich Niermint. Quakimero Beetle, also der Quakimero Käfer, sehr cool. Didi Kobold hier unten. Phantomungeheuer, Felseneidechse war das glaube ich. Also auch ein paar ältere Sachen auf jeden Fall noch. Auch sehr schön. Hier wieder so ein bisschen Hidden Arsenal Zeug, ein paar Premium Gold Rares, die übrigens alle das Problem mit diesen komischen schwarzen Beschädigungen an der Seite haben. Ich weiß nicht, wie ich das einordnen soll. Ist das einfach schlecht geprintet? Ist das ein Schaden? Was soll ich? Ich glaube, es ist ein Schaden, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Dann haben wir noch mehr Hidden Arsenal Zeug. Genau, wie gesagt, muss ich mir alles mal durchschauen. Die Naturia Sachen natürlich sehr cool. Ich bin echt gespannt, ob da noch wirklich Sachen in einem sehr, sehr guten Zustand sind. Die Erdbeere finde ich natürlich als Playset geil. Ey, das wäre so schön, wenn da so ein paar Sachen dabei wären, die Niermint sind von dem Hidden Arsenal Zeug. Das Hidden Arsenal Zeug habe ich nur überflogen. Habe ich mir noch nicht genau angeguckt von den Zuständen. Das mache ich alles später. Wäre schon nice. Wäre schon echt nice, weil die Print Quality war damals so grottig, um da wirklich was in Niermint zu finden, echt schwierig mittlerweile. Da oben nochmal eine Premium Gold Rare, Straße zum Sternenlicht, hatten wir vorhin auch schon in Secret Rare. Ein paar Dracheneinheit-Sachen, da oben ein paar Sendboten auf jeden Fall noch, auch ganz cool. Ja, Dracheneinheit ist natürlich ein mega cooles Thema, braucht man gar nicht reden.
Was haben wir noch? Da haben wir nochmal ein paar Premium Golds. Hier haben wir Fallenstellerin Pingu Lacha oder wie sie heißt. Eigentlich auch recht gut vom Zustand. Klar, ist ja neu. Ich habe das unten leicht Silvering leider. Dann noch hier was aus Cecil. Wie hieß denn das nochmal? Ah, oh, ich habe den Namen leider vergessen. Das Set habe ich selber mal aufgemacht in einem Doppel-Opening mit einem Kumpel von mir, der leider mittlerweile weggezogen ist. Genau, aber Genex, man kennt's. R-Genex. Wir haben ein paar Doppelte natürlich. Sehr schöne Sache auf jeden Fall. Dann haben wir hier noch mal ein paar ältere Sachen. Göttlicher Zorn, First Edition. Und das Lustige ist, die sind teilweise in einem relativ guten Zustand. D2-Schild hätte ich gern gehabt. Die kommt nämlich aus Darkstrike Blast. Das ist eine super rare First Edition, aber die ist leider ein bisschen damaged. Geben und Nehmen, Aufwind, Abfang, Seelenleine. Alles Sachen, die in einem relativ guten Zustand sind. Genauso wie Flucht aus der finsteren Dimension. Da oben haben wir Cyber Notfall als Super Rare. Die war damals als Super Rare relativ viel sogar wert. Genauso wie der hier unten. Der war auch irgendwo 3-4 Euro. Ich weiß nicht, ob das momentan noch der Fall ist. Aber ich muss sagen, sehr, sehr schöne Artworks vor allem. Cyber Notfall sieht cool aus. Auch der Dracheneinheit Remus sieht wahnsinnig, wahnsinnig cool aus. Hier haben wir nochmal Solarwiederaufladung, Rosenknospe, also wirklich siegreiches Licht, lauter schöne Sachen auf jeden Fall. Synchromaterial auch eine saucoole Karte. Und auch die hier, ich glaube aus Ghost from the Past, finde ich wunderschön vom Design her. Also da haben sie sich wirklich Mühe gegeben, muss man sagen. Da haben wir nochmal einen Remus. Nochmal finsterer Ausbruch aus dem Originalset, Phantom Darkness, First Edition. Bin schon wieder gegen die Kamera gestoßen, keine Ahnung, was das heute ist. Ja, dann haben wir hier noch so ein paar Random Super Rares aus, ich weiß es gerade gar nicht, die sind auch gar nicht eingehüllt. Das sind irgendwie in die Hüllen ausgegangen. Aus Infinity Chasers, genau. Ja, muss ich mal später gucken, ob die das in den Ordner stecken, ohne Hüllen überlebt haben, großteils. Er ist, glaube ich, aus dem Structure Deck, aber der ist auch schon gedamaged, das sieht man. Die Qualität war damals nicht so der Burner. Dann haben wir noch ein Gladiator Beast Thorax aus dem Originalset, Gladiator's Assault. Hier sehr schön Marianne oder Marianne aus dem Megapack allerdings, nicht aus Maximum Crisis. Zweimal Gefahr Donnervogel, ich glaube beides aus Dual Power? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Jedenfalls der Reprint eben. Oben nochmal ein Neo-Kaiser-Glider aus der Tinbox damals in Prismatic Secret Rare. Auch sehr, sehr schön die Karte. Danach kommen wir noch zu ein paar anderen Sachen aus Dual Power zum Beispiel. Hier sehr, 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 sehr schön, muss ich sagen. Die gefällt mir extrem gut. Chaosdrache Leviania im alternativen Artwork. Ich finde, das Original ist immer noch das Schönste, aber der sieht halt auch wahnsinnig cool aus. Und da kommen auch die ganzen anderen Karten her, zum Beispiel Inspector Border oder so. Ich meine, die hier kommen jetzt wieder aus Ghost from the Past, aber trotzdem Dragons of Legends 3. Das hier ist richtig cool. Rauchgranaten des Diebes aus dem OP14, sehr cool. Die Karte kenne ich gar nicht. Ist die komplett neu? Ist die aus dem OCG importiert, dass es die vorher gar nicht gab bei uns? Weil die sieht so richtig oldschool aus vom Design, aber ich kenne sie gar nicht. Ich kenne sie wirklich überhaupt nicht. Und irgendwas verpasst haben. Dann haben wir ein paar Cummins, eine Rare, so ein bisschen Structure Deck Gedöns. Wir haben hier, ich glaube, das Main Monster von dem neuen Fallensteller Structure Deck. Fallenstellerin Atypus, aber ich glaube, der hat ja auch Silvering hier unten. Genau, das ist zurzeit so ein richtiges Problem bei den Karten. Die sind qualitativ leider nicht mehr so wertig, wie sie vor einer Weile noch waren. Hier unten haben wir irgendwas, das ich nicht aussprechen kann, des Goldenen Landes. Sowieso ein mega geiles Thema, auch aus Cecil. Und markiertes Schwert, auch noch eine sau coole Karte. Und last but not least haben wir ein paar schöne Sachen. Zum Beispiel zweimal Necros vom Entscheidungspanzer. Zweimal. Aus, was waren das nochmal? The Secret Forces, glaube ich. Dann Sudek Katahan oder Katanan, wie auch immer. Da haben wir auch was, das ich sehr bedauere. Aus Maximum Crisis, Sudek Chakanain. Wegen der Hülle, das ist so eine seitliche Hülle. Wahrscheinlich haben wir hier jetzt überall Silvering. Das ist ziemlich traurig. War es echt eine coole Karte gewesen. Das gleiche haben wir bei ihm hier, beim Regenbogendrachen aus dem Structure Deck in Ultra Rare. Der hat auch oben Silvering leider. Die hier ist tatsächlich in einem sehr guten Zustand. Zudiac Radpier
aus dem Megapack 2017. Sehr cool. Und unten haben wir dann nochmal einen Donnergigant und einen Marshmallow in Rare. Meine Freunde, ich hoffe, euch hat dieses kleine Mega-Opening gefallen und ja, ihr hattet euren Spaß am Video. Ich hatte ihn auf jeden Fall. Ich werde den Ordner jetzt nochmal durchgehen, mal die ganzen Sachen aussortieren. Und wir sehen uns zu einem weiteren Video. Bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.